Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Heute sind die Einstellungen ein bisschen anders. Ich weiß noch nicht so ganz, ob es mir hundertprozentig gefällt. Lasst mich mal wissen, was ihr davon haltet. Ist irgendwie näher, ist ein anderes Objektiv, ist mehr Licht. Ich weiß noch nicht so. Ich hoffe, dass ich dieses Video jetzt nicht gerade zum 100. Mal drehen muss, weil die Einstellungen nicht passen. Aber sieht bisher gut aus. Es könnte funktionieren. Ja, heute habe ich ein Video voll mit euren Fragen, denn ich bekomme ganz oft so Fragen, für die es sich nicht lohnt, ein ganzes Video zu machen. Aber ja, zu denen ich trotzdem ein, zwei Sätze sagen möchte, weil sie immer und immer und immer wieder kommen. Ich habe auch heute eine Strähne, die etwas Rambazamba macht. Wir hoffen mal, dass sie da bleibt. Ich weiß noch nicht so ganz, ob das hier ein oder zwei Teile werden. Wir schauen einfach mal. Wenn es einen zweiten Teil gibt, habe ich ihn euch auf jeden Fall unten verlinkt. Aber wir fangen einfach direkt mal an. Ihr habt so viele tolle Fragen, nach privatem, aber auch nach schulischem. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ich nicht zu oft darüber gucke und schaue, dass die Einstellungen passen. Übrigens, wenn an meinen Händen noch irgendwo graue oder schwarze Farbe zu sehen ist, während ich hier so rumfuchtel, ich bin nebenher mal wieder was am Streichen und deswegen, ja, sehe ich etwas durcheinander aus. Aber wir fangen direkt mal an mit der ersten Frage, sonst wird es hier wieder so ewig lang wie immer. Die Fragen haben keine besondere Ordnung, sondern wie sie so bei mir reingetrudelt sind. Und Frage Nummer 1 ist gleichzeitig ein Videowunsch, der immer wieder kommt. Und zwar, mach doch mal ein Video zu Sachen, die du in der Schule trägst. So quasi outfitmäßig. Und ja, dieser Videowunsch, das ist schon immer der größte überhaupt gewesen, seit ich angefangen habe, auch nur irgendwas in Richtung Lehrer, YouTube, wie auch immer zu machen. Und ja, ich bin dem am Anfang bin ich dem nachgegangen und habe tatsächlich einfach mal gezeigt, was ich so trage. Ich habe noch nie auf einem Video so viel Hate bekommen wie auf diesem Video. Also es ist unfassbar. Ich bekomme normalerweise so gut wie gar keine Hate-Kommentare. Yay, ihr seid super. Aber da, oh mein lieber Schwan. Ich habe ganz oft im Video schon betont, das sind Dinge, die ich trage, die für mich okay sind. Das ist mein Stil, meine Sachen. Und trotzdem haben sich alle angegriffen gefühlt und gemeint, es gibt kein so soll eine Lehrerin aussehen oder nicht. Natürlich gibt es das nicht. Aber ihr habt gefragt, was ich trage, also habe ich es gezeigt. Ihr seht, der Schmerz sitzt immer noch tief. Aber ganz ehrlich, deswegen mache ich nicht nochmal ein Video. Es hat sich auch tatsächlich gar nicht so viel geändert, außer dass ich ein bisschen mehr darauf achte, dass ich Fast Fashion vermeide. Also ich bin generell nicht jemand, der viel shoppen geht und jeden Monat 10 neue Teile hat oder so. Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Wenn ich ein paar schwarze Schuhe brauche, dann habe ich ein paar schwarze Schuhe und nicht 5 Varianten. Ich habe oft ein Teil, was ich jahrelang, jahrzehntelang gefühlt teilweise trage, bis es wirklich gar nicht mehr geht. Und ja, in der Hinsicht, ich bin schon nicht so fast, aber ich kaufe oft bei nicht so nachhaltigen Marken. Und da probiere ich jetzt schon ein bisschen mehr drauf zu achten. Das heißt, ich würde nicht alles, was ich damals so gesagt habe, jetzt heute so wieder sagen. Aber an sich hat sich nichts verändert. Ich würde immer noch keine kurzen Röcke tragen. Hohe Schuhe sind für mich so als Stiefel mit Absatz okay, als reine High Heels für mich persönlich einfach nee, weil ich sowieso schon so groß bin. Und deswegen, ja, als Stiefel mit Absatz, da geht das oft so ein bisschen unter, aber als High Heels ist halt, es wirkt bei mir immer extrem, wie soll ich sagen, aufgetakelt, also wenn ich High Heels anziehe, deswegen, nee. Tiefe Ausschnitte nach wie vor, No-Go, aber sowas wie zum Beispiel dieses Shirt wäre für mich kein Problem, also ich habe kein Problem damit, dass es mein Top ist, solange es keine Spaghetti-Träger sind. Und eine Sache, die ich tatsächlich früher nicht getragen habe, sind Hosen mit Löchern. Das ist ja so voll der Trend im Moment, so dieser Used-Look. Hier auf der Schwäbischen Alb ist das alles ein bisschen entspannter. Da trage ich sowas auch mal. Ich trage auch mal Kapuzenpullis in die Schule. Also da bin ich tatsächlich, ich ziehe an, worauf ich Lust habe. Und falls jetzt hier auch wieder jemand sagt, ja, naja, wenn jemand tiefe Ausschnitte anziehen möchte, dann soll er es doch einfach machen. Ja, soll er einfach machen. Alles gut. Ich persönlich finde nur, dass... Ja, man muss ja mal realistisch sein. Ja, ich bin eine junge Frau. Ich bin jetzt in der Klasse mit 18 pubertierenden Jungs. Wenn ich einen tiefen Ausschnitt anhabe, gucken die mir garantiert in den Ausschnitt. Und ich weiß nicht, wie konzentriert sie dann meinem Unterricht folgen. Und das ist einfach was, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass sie sich auf das Ganze drumherum konzentrieren, auf das, was ich sage, auf das, was ich vermitteln möchte. Und sich nicht über meinen Ausschnitt unterhalten oder meine Beine anschauen, weil mein Rock so kurz ist. Das sind einfach Dinge, nee, ist nicht. Fühle ich mich auch nicht wohl mit. Am Ende des Tages ist es ja, womit fühlt man sich halt wohl. Ich finde immer noch, wenn man nichts über die Kleidung zu sagen hat als Schüler, weder positiv noch negativ, dann ist es eigentlich optimal. Denn dann ist die Kleidung unterstreicht nur den eigenen Typ und ist kein Gesprächsthema. Wenn wir so weiter Fragen beantworten, brauchen wir 10 Teile. Okay, nächste Frage. Studienfächer, hast du die nur nach Interesse gewählt oder waren da noch andere Gründe? Jein. Hätte ich nur nach Interesse gewählt, hätte ich Englisch und Deutsch gewählt. Aber ich habe tatsächlich dann überlegt, okay, Englisch-Deutsch ist jetzt nicht so die beste Kombi.
Im Nachhinein denke ich mir, hätte ich es mal einfach machen sollen, aber dann hätte ich nie das tolle Fach Rallye kennengelernt. Rallye war tatsächlich damals für mich ein bisschen, hätte ich eine Notlösung. Ich habe auch Rallye gern gemacht, habe auch Rallye voll Überzeugung dann gewählt, aber wahrscheinlich hätte es sonst gegen Deutsch verloren. Aber so habe ich jetzt die Freude, Rallye unterrichten zu dürfen und ich würde es nicht mehr missen wollen. Aber ich würde jedem empfehlen, gebt bitte nichts auf diese ganzen Statistiken. Ich habe dazu auch mal ein ganzes Video gemacht. Die sind sehr, sehr unzuverlässig und man kann nicht ganz so viel davon ablesen. Und deswegen würde ich immer einfach das studieren, worauf ihr Spaß habt, worauf ihr Lust habt und was euch Spaß macht. Nächste Frage war, achtest du auf genderneutralen bzw. geschlechtersensiblen Unterricht? Seit neuestem ja. Also ich probiere mehr und mehr darauf zu achten. Mir persönlich fällt es noch sehr, sehr schwer, weil ich einfach ja oft in so Strukturen drin bin, so Denkstrukturen, die mir oft gar nicht auffallen. Bestes Beispiel ist, dass in unserem Französischbuch männlich-weiblich immer mit Blau und Rot tituliert wird. Und damit unterstützt man ja eigentlich diese klassischen Genderfarben Blau und Rosa. Weil oft, ganz ehrlich, die rote Kreide in der Schule sieht oft mehr wie ein Rosa aus als wie ein Rot. Also ich finde, das ist einfach sehr ungünstig. Und wenn ich aber mit dem Buch quasi parallel laufen will, muss ich das auch verwenden. Ich habe es schon mal auf Instagram jetzt gesagt, ich probiere davon wegzugehen. Wenn ich männlich-weiblich, gerade bei den Sechstklässlern im Anfangsunterricht, wenn ich das male, habe ich früher oft ein Mädchen gemalt mit Rock und Haaren. Und ein Junge, natürlich ein normales Strichmännchen mit kurzen Haaren. Und das probiere ich jetzt einfach zu vermeiden und mache stattdessen lieber die Symbole für männlich-weiblich, ne, also im Kreis mit dem Pfeil und so. Damit fühle ich mich jetzt irgendwie wohler. Ich habe jetzt letztens in Englisch bei den Zehnern habe ich das thematisiert, dass wenn man sich nicht sicher ist im Englischen, welches Pronomen die Person bevorzugt, ob es he oder she bevorzugt, kann man they sagen. Und das war für die was Neues und das haben wir eben ein bisschen thematisiert. Und ja, da sind auch ganz, ganz viele Baustellen bei mir. Ich probiere nach und nach immer mehr und mehr drauf zu achten. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass zum Beispiel hier auf YouTube, ich spreche immer einfach von Lehrer oder Schüler, einfach weil es dem Flow der Sprache besser ist. Da können wir jetzt gerne große Diskussionen in den Kommentaren losstarten, warum es wichtig wäre, dass ich das anders mache. Ja, durchaus, aber es stört wirklich den Flow meiner Videos massiv und das stelle ich da jetzt einfach mal oben drüber. Die nächste Frage ist auch wieder ein bisschen eine persönliche, nämlich wie war deine Oberstufenzeit, wie war dein Abitur, hast du viel auf deine Noten gegeben, das kommt immer mal wieder. Durchwachsen. Ich habe tatsächlich einen Schnitt von 2,1 im Abi gemacht, war damit auch zufrieden, war okay. War so ungefähr mein Ziel. Ich hätte gerne 1, gehabt, aber knapp vorbei, aber war in Ordnung, hat gereicht, war super. Meine Oberstufenzeit war sehr unterschiedlich. Ich bin das erste halbe Jahr in der 11. Klasse, bin ich nach Großbritannien gegangen, bin dort zur Schule gegangen und diese Zeit hat mich mehr geprägt als alles andere in meinem Leben. Es war einfach der Wahnsinn. Es war richtig toll, aber natürlich als 15-Jährige so einen Kulturclash mitzumachen und ich war auch ganz alleine in Großbritannien, also ich war ohne meine Familie da. Ich bin sehr selbstständig geworden, sehr schnell erwachsen geworden und als ich dann noch wiederkam, habe ich lange Zeit Probleme gehabt, mich im deutschen System irgendwie wiederzufinden und meine Freundschaften haben sich sehr gewandelt in der Oberstufe. Ich war tatsächlich in der 13, war ich dann auch Stufensprecherin und hatte irgendwie unfassbar viel Aufgaben und war sehr, sehr engagiert. Also dieses ganze Schulische drumherum hat mir mega Bock gemacht. Ich war übrigens auf dem Lina-Hilger-Gymnasium in Bad Kreuznach, falls das jemanden interessiert, es kommt immer mal wieder die Frage. Kann ich ja sagen, ist ja nichts dabei. Bin sehr happy an der Schule gewesen und ich muss aber auch sagen, unsere Stufe war ziemlich hardcore, was Mobbing anging. Und ich wurde vorher schon gemobbt und in der Oberstufe war es immer so ein Misch aus. Ich fing an, beliebter zu werden, aber ich war auch immer noch ein sehr beliebtes Ziel für Mobbing-Attacken. Ich glaube, es gab einfach ganz viele, die nicht wussten, wie verletzend ihre Worte sein können. Und ja, deswegen bin ich auch tatsächlich, also ich bin mit sehr vielen weinenden Augen aus der Schule gegangen, die aber tatsächlich zum Großteil traurig waren. Also ich habe der Schule auch sehr hinterher getrauert, ja, aber ich war vor allem irgendwie auch erleichtert, dass ja, dass so eine schlimme Zeit jetzt irgendwie rum war. Also war nicht nur super, war sehr durchwachsen irgendwie. Und Noten, ja, waren mir tatsächlich relativ wichtig, aber auch erst später. Ich habe in der 8. Klasse tatsächlich mal einen blauen Brief gekriegt, beziehungsweise zwei. Ich stand in zwei Fächern auf einer 5. Chemie und Erdkunde war es, genau. Und ja, ich hätte fast die 8. Klasse nicht geschafft. Hab's dann auch noch rumgerissen. Die nächste Frage war, was hast du für Tipps für Lehrkräfte im ersten Jahr nach dem Ref? Puh. Durchhalten. Einfach durchhalten. Das Motto in diesem ersten Jahr darf nicht sein, ich mache jetzt den mega geilen Unterricht aus dem Ref weiter, sondern das Motto ist, ich funktioniere. Ich stehe dieses Jahr irgendwie durch. Ich habe es jetzt wirklich bei vielen Freunden gesehen, ich habe es bei mir selbst erlebt. In diesem ersten Jahr ist man,
Man ist überfordert, wenn auch noch ein Bundeslandwechsel dazu kommt oder ein Schulformwechsel oder generell schon ein Schulwechsel, das reicht. Und dann dieses volle Debutat, was man unter Umständen hat, vielleicht eine Klassenleitung, die man vorher nicht hatte, Abschluss auf einmal, den man nie korrigiert hat oder Abitur, das ist verdammt viel. Und da muss man Prioritäten setzen. Also hätte ich eine Abschlussklasse, würde ich meine Prio auf die Abschlussklasse legen oder auf die Abiturklasse. Alles andere, Unterricht nach Buch, nichts Besonderes, einfach nur durchkommen. Das System kennenlernen, aufpassen, dass man psychisch gesund bleibt, aber auch physisch. Ich habe in meinem ersten Jahr unfassbar viel mit meiner Gesundheit zu kämpfen gehabt. Das erste halbe Jahr war mental schwierig und das zweite Schulhalbjahr war gesundheitlich echt eine Hausnummer. Also ich war fast ein halbes Jahr mehr oder weniger durchgehend krank. Ich war immer zwischendrin mal wieder fit, aber jetzt glaube ich nicht, dass ich zu Hause war oder so. Ich bin natürlich fleißig weiter in die Schule gegangen, was dann natürlich auch Teil des Problems war. Und ich bin da echt sehr knapp an dauerhaften Lungenschäden etc. vorbeigeschrappt, weil ich wirklich, ja, ich habe nicht sehr gut auf mich aufgepasst. Und das würde ich einfach nur jedem empfehlen. Das erste Jahr ist nicht dafür da, dass ihr zeigt, ihr seid die mega geilste Lehrerin mit dem besten Ref jetzt gerade, sondern ihr funktioniert einfach nur. Und dafür könnt ihr euch am Ende des Jahres dann auch auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe es überlebt. Das reicht. Also man sagt ja oft, so 80% reicht manchmal auch. Im ersten Jahr, da reicht es, wenn euer Unterricht so 50% ist. Und das ist auch okay. Die nächste Frage ist ein Hausupdate bitte. Ja, es gibt nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ich gucke so um mich herum, um zu sehen, ob mir irgendwas einfällt. Wir haben uns hier eingelebt. Es ist super. Die beste Investition für dieses Haus war tatsächlich ein Staubsaugwischroboter. Ihr wisst, was ich meine, diese kleinen Dinger, die rumfahren. Das ist der Hammer. Das hilft uns immens, hier dem Ganzen Herr zu werden, denn wir haben tatsächlich relativ viele Quadratmeter Wohnfläche. Und das ist tatsächlich die größte Herausforderung. Wir verlegen ständig Sachen, wir wissen nicht, wo wir Sachen hingeräumt haben, aber hey, das sind die allergrößten Luxusprobleme. Ich fühle mich unfassbar gesegnet, dass ich in meinem Alter ein Haus besitzen darf, beziehungsweise die Bank besitzt es. Also es ist wirklich für uns genau die richtige Entscheidung jetzt gewesen. Und und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch zwei andere Fragen, die immer und immer wieder kommen. Kriegt ihr ein Baby, kriegt ihr ein Haustier? Das sind so die zwei Sachen. Irgendwie scheint das mit einem Hauskauf zusammenzuhängen und ich finde, das ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Ihr wisst nicht, ob Leute Kinder wollen, ob Leute Haustiere wollen, was auch immer. Die Haustierfrage kann ich, glaube ich, recht simpel beantworten. Wir sind uns absolut nicht einig. Wir wollen einen Hund, aber das ist für den Hund wäre das Tierquälerei, weil wir beide zu viel arbeiten, also ist ein Hund raus. Ich hätte gerne eine Katze, mein Mann auf gar keinen Fall. Ich hätte gerne Kaninchen. Mein Mann ist noch nicht so überzeugt, weil ich mein Kaninchen hatte und als es gestorben ist, war das so ein Weltuntergang und da hat er gesagt, er weiß nicht, ob er das nochmal mit mir durchsteht. Ich habe wirklich sehr lange getraut um dieses Kaninchen. Also wir sind uns noch nicht so ganz einig und ja, deswegen erstmal kein Haustier. Und die Babyfrage, ich habe es schon so oft gesagt, ich werde es hier noch tausendmal sagen, man stellt sie Leuten nicht, ich werde sie nicht beantworten. Wenn ich irgendwann ein Kind kriege, werdet ihr es wissen, wenn nicht, werdet ihr es auch wissen. Das ist einfach was, man muss immer bedenken, es gibt Leute, die keine Kinder kriegen wollen, es gibt Leute, die keine Kinder kriegen können, Leute, die es schon ewig probieren, die schon viele Fehlgeburten hatten. Man weiß nie, was dahinter steht. Deswegen werde ich diese Frage aus Prinzip, aus Respekt vor all diesen Menschen nicht beantworten und hoffe, dass das irgendwann mal ein No-Go wird, Menschen zu fragen, ob sie Babys haben wollen und wann und wie viele und sowieso. Die nächste Frage fand ich auch super spannend. Da geht es um die Elternarbeit. Und zwar, was machst du, wenn Eltern total uneinsichtig sind oder nicht kooperieren oder du der Ansicht bist, sie sind schlechte Eltern? Also zuallererst dieses Urteil, sie sind schlechte Eltern, würde ich mir niemals anmaßen. Man weiß nie, was hinter den Kulissen abgeht. Man weiß nie, womit die Eltern gerade zu kämpfen haben. Also wir sehen immer nur einen Bruchteil. Wir sehen vor allem aber das Kind. Wir sehen nicht viel von dem, was zu Hause abläuft, aber wir sehen oft die Auswirkungen von dem, was zu Hause abläuft. Und ich muss da ehrlich sagen, ich werde Eltern immer ehrlich meine Meinung sagen. Dann nehme ich auch kein Blatt vor den Mund. Ich sage Eltern auch, wenn ich der Meinung bin, dass das Kind mehr Aufmerksamkeit braucht, dass gerade nicht genug getan wird, um das Kind zu fördern. Ich bin da sehr ehrlich und direkt, natürlich höflich, soweit, wie es mir zusteht. Ich werde nicht in Bereiche reinfuschen, die nichts damit zu tun haben. Aber wenn ein Kind nicht zum Lernen kommt, weil es ständig am Handy sitzt, dann werde ich den Eltern auch sagen, vielleicht müssen sie ihrem Kind mal das Handy wegnehmen. Und nicht nur für einen Abend, sondern für länger. Und da auch konsequent sein. Also da bin ich sehr direkt und ehrlich. Und was mir aber immer wichtig ist, ich betone immer wieder, wir sind ein Team. Die Eltern und ich sind ein Team. Wir probieren da immer an einem Strang zu ziehen. Ich bitte auch immer um ihre Unterstützung in der Sache. Und ich glaube, dass diese Art der Kommunikation hilft schon mal viel. Ja, und wenn die Eltern tatsächlich völlig uneinsichtig sind und ich gar nicht mehr weiter weiß, ich ziehe alle Register bis zur Schulleitung hoch. Also ich bestelle die auch mal ein, ich führe Schulleitungsgespräche. Wenn das alles nichts hilft, Schulsozialarbeit nichts hilft,
dann probiere ich einfach das Wohl des Kindes an oberster Stelle zu sehen. Das Kind kann nichts dafür, wie es aufwächst. Das ist eigentlich nur das Leidtragende. Und ich probiere dann einfach das Beste irgendwie fürs Kind rauszuholen, es irgendwie bestmöglich zu unterstützen, soweit es mir halt möglich ist. Die nächste Frage ist, wie schaffst du es, dass deine Stimme irgendwie noch geschont wird? Meine Stimme ist tatsächlich eines meiner größten Probleme, das habe ich schon häufiger gesagt. Ich hatte Stimmbildungskurse im Studium, die waren totaler Quatsch. Also mir wurde immer nur ein Sprachfehler diagnostiziert. So, yay, super, und jetzt? Ja. Also irgendwie, die waren nicht sehr hilfreich. Ich probiere einfach, mich selbst wirklich zu ermahnen, nicht zu laut zu sprechen. Wir haben ein paar Räume, das ist euch in den Videos auch schon oft aufgefallen, die hallen extrem. Da kann man jetzt auch so spontan gerade nichts machen. Viele von denen werden in Zukunft umgebaut, sind schon umgebaut worden. Und ja, das ist leider ein Problem bei uns, aber ich muss da aufpassen. Also zum Beispiel donnerstags habe ich 3 Stunden hintereinander in so einem hallenden Raum und ich merke, wie in der 10. Stunde auf einmal meine Stimme anfängt zu kratzen. Und dann zwinge ich mich umso mehr, auf keinen Fall gegen die Klasse anzureden, sondern wirklich, ich rede nur, wenn absolute Ruhe ist. Und das kostet mich in manchen Stunden eine Viertelstunde meiner Unterrichtszeit, aber es ist mir egal, das ist es mir wert. Ich warte dann wirklich, bis die Kids ruhig sind. Es geht auch immer schneller und schneller. Am Anfang brauchen die so 5 Minuten, um zu kapieren, dass da gerade nichts mehr läuft und ich einfach nur da sitze und gucke. Mittlerweile geht es wesentlich schneller. Sie merken, wenn ich da ruhig werde und einfach nur rumgucke und Leute anschaue, dann merken sie so, dann schubsen sie schon gegenseitig an, hey, sie wartet auf euch und so. Und das funktioniert ganz gut. Aber man muss halt wirklich diese Geduld haben und sagen, ich ziehe das jetzt durch, ich schweige einfach, ich gehe da nicht gegen an. Ansonsten, ich trinke in der Winterzeit trinke ich viel Salbeitee, das soll gut für die Stimme sein. Ich mache keine wirklichen Stimmübungen, außer dass ich auf dem Weg zur Schule im Auto singe. Also ich singe Lieder im Radio mit, das ist ziemlich alles, was ich mache, sonst gar nichts. Und ja, sollte ich vielleicht noch ein bisschen mehr mich mit auseinandersetzen. Die nächste Frage ist nach der Motivation. So, wie motiviert man Kinder, die man einfach nicht motiviert kriegt, die keinen Bock auf Schule haben, auf gar nichts? Ja, das ist schwierig, das ist auch einfach pubertär bedingt. Man muss da auch ein gewisses Maß an Verständnis für haben. Die Kids können da teilweise rein biologisch gesehen nichts dafür. Ihr Gehirn ist noch nicht so weit ausgereift, dass sie gerade ihr Handeln abschätzen können, dass sie sehen, sie lernen für eine Zukunft, für ihre eigene Zukunft. Ich fand das echt interessant, wir haben das im Seminar mal gehabt, in Rallye, dass ich bin kein Biologe, ich habe keine Ahnung. Gewisse Teile des Gehirns sind noch nicht ausgebildet. Unter anderem der Teil, der Konsequenzen abschätzen kann. Deswegen sind Pubertäre oft so intuitiv ist das falsche Wort. Impulsiv. Genau, sie sind so impulsiv, weil sie halt einfach ihre Konsequenzen nicht so einschätzen können. Und es soll jetzt keine Rechtfertigung und Entschuldigung für alles sein. Sie müssen das lernen. Aber deswegen verhalten sie sich oft so, wie sie sich verhalten. Deswegen hilft auch dieses, naja, du weißt ja, wofür du es tust und so, hilft oft nicht, weil sie eben nicht wissen, wofür sie es tun, weil sie es oft vergessen, weil sie nicht wissen, was sie im Leben machen wollen. Ich fände das, was am besten funktioniert in Sachen Motivation, ist tatsächlich, dass die Schüler nicht mehr für sich lernen, sondern für dich als Lehrkraft. Ich habe den Spruch irgendwo mal gesehen, dass die meisten Kinder, die strengen sich nicht an, weil sie sich für sich selbst anstrengen wollen, sondern weil sie dich beeindrucken wollen oder weil sie bei dir gut dastehen wollen. Und das, ich finde, das beobachtet man wirklich. Wenn die Kids jemanden mögen, wollen sie ihn nicht enttäuschen. Das ist ja im echten Leben auch so. Wenn ich jemanden mag, möchte ich nicht, dass er schlecht von mir denkt. Ich möchte nicht, dass er enttäuscht ist. Und wenn man einmal diese Beziehung zu den Kids aufgebaut hat, dann läuft das auch schon mal wesentlich besser. Ich merke das jetzt mit meiner eigenen Klasse. Das ist eigentlich eine totale Chaosklasse gewesen und sie sind jetzt nicht komplett gewandelt. Es sind immer noch 18 Jungs und es sind immer noch viele Jungs und es sorgt immer noch für Chaos. Aber sie sind auf jeden Fall, sie bemühen sich, mir zuliebe. Und das merke ich richtig. Und das, klar, es ist natürlich schön für mein Ego, aber noch viel besser ist es für die Kinder. Und das ist das, was im Vordergrund steht. Deswegen Beziehungsarbeit würde ich immer vor allem stellen und über alles stellen. Ich habe noch eine Frage und dann, glaube ich, springen wir mal zu Instagram rüber. Und zwar, die letzte ist jetzt gar nicht so lockerlässig, sondern geht um ein ernstes Thema, und zwar häusliche Gewalt. Ihr habt gefragt, wie erkennt man das, wie muss man handeln? Da gibt es kein Pauschalrezept. Jedes Kind ist einfach individuell, jede Situation ist individuell. Das Wichtigste, sei es häusliche Gewalt, sei es Selbstverletzung, sei es Essstörungen, was auch immer, ist immer das Verhalten des Kindes im Ganzen zu sehen. Und die große Frage ist, verändert es sich gerade? Oder reagiert es sensibel auf gewisse Sachen? Das kann sein, dass ein Kind, was vorher immer eigentlich recht ruhig war, auf einmal den Klassenclown macht. Oder dass eben umgekehrt ein Kind, was eigentlich immer lebensfroh war, sich zurückzieht, aus Freundesgruppen zurückzieht. Vielleicht unnötigen Streit provoziert. Und einfach generell, klar, Notenabfall ist auch immer ein Zeichen. Und ja, man muss dieses Gesamtbild sehen. Man muss wirklich den Schüler kennen und dann eine Veränderung wahrnehmen.
Und ich würde auch immer sehr vorsichtig sein und niemals direkt zu einem Kind hingehen, hey, bist du zu Hause geschlagen? Ja, als welches Kind sagt denn da ja? Ich würde immer erstmal dann das Umfeld so ein bisschen abtasten, und mit Umfeld meine ich jetzt erstmal Freunde sowie auch Kollegen. Das heißt, einfach mal die Freunde so fragen, so hey, alles gut bei euch, ne? Ihr seid doch beste Freunde, ihr zwei. Wie lange seid ihr es denn schon? Wie läuft es denn gerade? Und dann kommt oft schon selbst so dieses, ja, sie meldet sich nicht oder die Freundschaft ist gerade zum Erliegen gekommen oder irgendwie sowas. Auch da niemals die Freunde natürlich direkt fragen, und? Denkst du, die ritzt sich? Ja, das, nee. Einfach so dieses Interesse schon mal zeigen, dieses, hey, ich bin interessiert an dieser Person, komm bitte zu mir, wenn irgendwas ist. Und auch bei Kollegen dann einfach mal, da kann man es natürlich ein bisschen offener ansprechen, aber einfach mal sagen, du, mir ist aufgefallen, die und die Person hat sich verändert, ist das bei dir auch so, hast du da irgendwas mitgekriegt, weißt du irgendwas? Klassenlehrer natürlich immer mit einbeziehen, wenn ihr nicht Klassenlehrer seid. Und solltet ihr dann wirklich ernste und begründete Verdachtsmomente haben, sowas wie, okay, blaue Flecken überall oder wirklich eindeutige auch Anzeichen von Selbstverletzung, dann würde ich auf jeden Fall die Profis einschalten. Schulsozialarbeit, Schulpsychologe, was auch immer bei euch verankert ist, Schulleitung natürlich informieren. Und ja, der nächste Schritt ist dann auch, dass die Eltern mit ins Boot geholt werden. Das ist immer was, das ist für Schüler erstmal sehr, sehr schwer zu akzeptieren. Sie sehen auch die Notwendigkeit nicht. Aber es ist ein Schutz der Kinder und ein Schutz für uns auch. Ich habe ein ganzes Video mal dazu gemacht, das verlinke ich euch auch mal unten. Das ist tatsächlich zum einen, was, wenn dieses Kind nach Hause geht und sich umbringt und ihr habt was geahnt. Könnt ihr damit euch selbst leben? Könntet ihr als Elternteil eines Kindes dem Lehrer verzeihen, der es geahnt hat und nichts gesagt hat, weil das Kind gesagt hat, bitte sag nichts meinen Eltern? Das ist einfach für uns, wir müssen uns da absichern, wir müssen da irgendwie die Eltern mit ins Boot holen. Man muss ja nicht den Eltern immer die ganze Story erzählen. Also wenn ein Kind sich mir anvertraut und mir ganz, ganz viel erzählt, dann gehe ich nicht zu den Eltern und erzähle denen das alles 1a so. Aber ich kann den Eltern sagen, ich mache mir Sorgen um ihr Kind. Aus guten Gründen, die sie nicht alle wissen müssen, aber bitte behalten sie ihr Kind im Auge. Ich habe Sorge, es tut sich etwas an. Und das muss auch einfach Schülern klar kommuniziert werden. So, ich missbrauche nicht dein Vertrauen, ich erzähle denen nicht alles weiter, was du mir erzählt hast, aber es ist meine Aufgabe, deinen Eltern zu sagen, dass ich mir Sorgen mache. Und vor allem, nachdem ihr diesen Schritt gegangen seid, kann es gut sein, dass das Kind sich erstmal von euch abwendet, weil es enttäuscht ist, weil es eben das Gefühl hat, Vertrauen ist missbraucht. Lasst es nicht da reinfallen, geht immer wieder zu ihm, zeigt, hey, du, es tut mir leid, aber ich muss diesen Schritt gehen. Bleib dran, zeig ihm, du kannst mir vertrauen. Es wird euch verzeihen und es wird dann froh sein, eine Person zu haben, mit der es reden kann. Die meisten Kinder, für die ist eine große Erleichterung, wenn die Eltern dann auf einmal Bescheid wissen und sie die Hilfe bekommen, die sie dringend brauchen. Das sehen sie vielleicht nicht in der Woche, das sehen sie auch nicht in dem Monat, aber ein paar Monate später sehen sie dann vielleicht, dass ihr eigentlich ja nur das Beste im Sinn hattet. Jetzt schaue ich noch mal kurz bei Instagram rein. Da waren einige Fragen von euch und die sind ja immer sehr spannend, also ihr habt wirklich sehr, sehr gute Fragen. Oh, das ist eine super Frage. Wie hast du es geschafft, dass dein Kanal so erfolgreich ist? Die Frage ist wirklich, die bringt mich sehr zum Lachen, denn ihr seht jetzt einen Kanal mit, wie viel habe ich gerade, 26.000 Abonnenten oder was? Und das ist immer noch für meinen Kopf nicht greifbar. Aber das ist ja nicht das, also für mich war das nicht immer so. Ich habe vor 5 Jahren, 5,5 Jahren oder so, glaube ich, habe ich angefangen. Müsst jetzt lügen, muss selbst nochmal nachschauen. Mit Backvideos. Und ich hatte Monate, jahrelang hatte ich nur ein paar hundert Abonnenten. Und ich habe noch, weiß ich, habe Feiervideos gemacht zu 250 Abonnenten und zu 100 Abonnenten. Und ich habe mich so gefreut drüber. Für mich war das unvorstellbar. Ich meine, stellt euch mal 250 Leute in einem Raum vor, die sagen, hey, du bist cool genug, dass ich dich regelmäßig gucken will. Das war für mich schon krass. Und dieser Riesenerfolg, der kam tatsächlich, ich glaube, im Januar 2019 bei meinem ersten Vlog, den ich gedreht habe. Und den hat YouTube gepusht und der kam auch bei euch sehr gut an. Und da sind innerhalb von wenigen Wochen mehrere tausend Abonnenten bei mir auf dem Kanal eingetrudelt. Generell hat es schon mal einen Aufwind gekriegt durch dieses diese Richtung Lehrer-Dasein und Lehramt und Studium und so. Und dann dieses Video hat es richtig gepusht und seitdem läuft es relativ konstant nach oben. Ich habe immer mal wieder so einen Sprung und dann stagniert es auch mal wieder. Hängt auch davon ab, wie viel ich halt poste. Was ich nie gemacht habe, und da stehe ich auch immer noch 100% dahinter, ich habe mich nie anderen Kanälen aufgedrängt. Ich habe auch für mich selbst verhältnismäßig wenig Werbung gemacht. Ich mache immer auf Instagram Werbung, wenn ein Video hochkommt, und das war's. Ich persönlich muss sagen, ich hasse dieses, ja, Follow-für-Follow-Prinzip, dieses, hey, ich poste dich in meiner Story und dafür wirst du bei mir gepostet. Und das ist für mich einfach eine Sache. Klar, man will, dass sein Material und das, was man
produziert hat quasi, von vielen gesehen wird. Ich bin auch frustriert, wenn ein Video nur ein paar Klicks kriegt und nicht die üblichen Zahlen, die ich sonst habe, weil ich mir einfach denke, oh, ist ja schade, ne? Ich will meinen Content ja teilen mit der Welt. Aber dann ist das eben so und dann gibt es dafür verschiedenste Gründe. Manchmal ist auch einfach nur der YouTube-Algorithmus, der sehr ärgerlich ist. Aber ich würde, also ich mag das einfach nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich kriege die Krise, wenn ich Instagram-Stories sehe, wo einfach nur Beiträge geteilt werden, so schick mir ein Herz und ich teile deinen schönsten Beitrag bei mir in der Story. Ich mag das nicht. Ich kann das einfach nicht leiden. Ich weiß nicht warum. Für mich ist es so ein bisschen Geier nach Abonnenten, Geier nach Followern. Und das war hier nie mein Ziel. Ich glaube, das funktioniert hier so, weil ich authentisch bin, weil ich echt bin. Und ein großer Punkt, der, glaube ich, mich einfach unterschieden hat von vielen anderen Kanälen, zum Beispiel, wenn man jetzt Instagram vergleicht. Instagram ist oft sehr anonym. Viele Leute zeigen ihr Gesicht nicht, was auch völlig akzeptabel und zu respektieren ist und kann ich voll verstehen. Aber ich habe mich hier immer sehr, sehr offen gezeigt. Und ich glaube, das ist so dieses, ich bin jemand mit Gesicht, ich bin jemand mit einer Hintergrundstory, ihr wisst recht viel über mich. Und das, glaube ich, sorgt dafür, dass Leute wiederkommen und mich schauen. Ich weiß es nicht. Das müsst ihr mir beantworten. Warum schaut ihr mich? Warum ist der Kanal bei 25.000 Abonnenten? Ich weiß es nicht. Eure Antwort bitte. Wie viel Kontakt hast du noch zu ehemaligen Schülern? Ja, so viel ehemalige habe ich jetzt tatsächlich noch nicht. Ich habe zu meiner Refschule, zu den Zehntklässlern, also damals waren sie Zehntklässler, jetzt mittlerweile haben sie Abi gemacht, zu denen habe ich immer mal wieder noch Kontakt gehabt, einfach über Instagram zum einen. Und die haben mich dann auch zu ihrem Abiball eingeladen, was mich so geehrt und gefreut hat. Ich meine, ich war schon 3 Jahre weg und sie haben mich trotzdem noch eingeladen. Oder 2,5? Ja. Sie haben mich trotzdem eingeladen. Das hat mich wirklich, wirklich gefreut. Und ja, ich kriege immer mal wieder halt auf Instagram von denen noch ein bisschen was mit. Jetzt meine ehemaligen Zehner, die sind ja gerade mal 2 Monate weg. Das ist ja jetzt noch nicht so viel. Die werden eigentlich nächste Woche zu mir gekommen zum Grillen. Das findet Corona-bedingt natürlich jetzt nicht statt. Aber da haben mir tatsächlich, ich glaube, von 18 Leuten haben mir 7 oder so zum Geburtstag gratuliert, was ich mega cool fand. Also ich hatte sie auch auf Instagram, glaube ich, gepostet, aber auch ohne das. Also ich hatte die ersten Nachrichten von denen morgens um 6 bei mir auf dem Handy, wo sie mir zum Geburtstag gratuliert haben. Das fand ich schon sausüß. Und ja, ich kriege immer mal wieder so ein bisschen was mit. Sie besuchen mich sehr viel in der Schule, was ich echt süß finde. Also 1, 2 Schüler, die waren jetzt schon 4, 5 Mal da. Aber ich freue mich drüber. Also ist echt cool. Hattest du früher Vorbilder als Lehrer, Lehrer als Vorbilder, so rum, sodass du das auch werden wolltest? Ja, also ich bin nicht deswegen Lehrer geworden, sondern ich bin wirklich Lehrer geworden, weil meine Schule damals ganz toll war und ich mich einfach in dieses ganze Schulleben verliebt habe. Und ich bin seit Generationen in einer Lehrerfamilie quasi. Nein, anders. Meine Familie ist seit Generationen Lehrer. Also mein Vater ist schon Lehrer, meine Mutter, meine Oma, mein Opa. Also es geht, mein Uropa, es geht ein paar Generationen zurück. Und deswegen war Lehrer sein immer was, das war immer in meinem Alltag drin. Ich kannte den Beruf recht gut und hatte da mega Lust drauf. Habe halt die schönen Seiten immer gesehen. Und ja, tatsächlich hatte ich aber auch Vorbilder in der Schule. Also ich hatte eine Klassenlehrerin, die hat damals in ihrem Ref quasi bei uns in der Klasse angefangen, die Frau Augustin. Und wir waren ihre erste Klasse und wir waren eine Katastrophe. Ich glaube, sie war eine Woche in unserer Klasse und hat erstmal pädagogische Maßnahmen angeordnet, im Sinne von hier Teambuilding, Activities und sowas alles. Also die gute Frau, tat mir echt leid im Nachhinein. Aber sie war eine ganz, ganz tolle, die mich auch bis zum Abi dann begleitet hat. Und die ist immer noch bis heute ein Riesenvorbild. Und ich habe jetzt lustigerweise eine Kollegin, die nicht nur aussieht wie sie, sondern sich auch so verhält wie sie. Und das erinnert mich immer wieder so ein bisschen an meine eigene Schulzeit und an mein großes Vorbild. Letzte Frage, und die finde ich super, weil das, glaube ich, so meine Entwicklung auch hier auf dem Kanal ganz gut zeigt. Wie viel Privates gibst du preis? Ich habe hier angefangen und ich habe nicht mal meinen Vornamen irgendwo hingeschrieben, weil ich dachte, oh Gott, der wird so besonders geschrieben, man könnte mich ja googeln und finden. Mittlerweile wisst ihr, glaube ich, Vor- und Nachname, an welcher Schule ich bin. Ja, ihr wisst so einiges. Und das ist okay. Und mit den Schülern ging es mir genauso. Am Anfang war ich super skeptisch und habe lieber gar nichts verraten, weil ich mir dachte, ich will mich nicht angreifbar machen. Ich war im Ref. Und mittlerweile wissen meine Schüler super viel. Und ja, das ist auch schön. Also dadurch geben sie mir auch immer was zurück. Ich habe das schon mal in einem Video gesagt. Man kann nicht von Schülern erwarten, dass sie einem alles erzählen, wenn man selbst gar nichts erzählt. Und dadurch entstehen auch wirklich witzige Erlebnisse, weil man oft das Gefühl hat, ja, die Schüler sind, man ist nicht immer so in dieser Lehrer-Schüler-Rolle, sondern manchmal fällt man da auch einfach raus und das ist voll okay. Lustige Story, ich habe sie auf Instagram schon geteilt, aber ich dachte, ich erzähle sie hier jetzt auch nochmal. Ich hatte Schuhe an, so Winterstiefelchen mit so einem kleinen Absatz und die waren echt schon 2 Jahre alt und ich habe die tagtäglich getragen.
Ja, und dann bin ich in die Schule und bin umgeknickt, während ich mit ein paar Schülern im Nebenraum war und mein Absatz ist abgebrochen. Es war aber dritte Stunde oder so. Ich musste noch bis zur 10. durchhalten. Das war schon ein bisschen kritisch. Und die Schüler haben mich natürlich bepisst vor Lachen. Ja, die fanden das ultra lustig, aber waren auch direkt mit Hilfe parat und haben gesagt, hey, wir gehen in den Technikraum, wir kleben ihnen diesen Absatz wieder an. Und dann sind die mit meinem Schuh losgetapert. Ich blende euch mal ein Bild hier ein. Sie haben ein Selfie dabei gemacht. Und haben mir diesen Absatz wieder angeklebt, während ich dann zurück zur eigentlichen Klasse bin, ich war ja nur kurz mit ein paar vor der Tür quasi, und bin halt auf Socken wieder reingeschlappt und habe meinen Unterricht in Socken gemacht und habe den ganzen Tag über aber auch meinen Unterricht in Socken gemacht, weil der Absatz ja trocknen musste und ich ja nicht direkt wieder auf dem Absatz draufstehen konnte. Und ja, war im Nachhinein ultra witzig. Ich glaube, wir werden da auch bis zum Abschluss noch ein paar Mal drüber lachen. Und das war aber auch sowas, früher hätte ich nie Schülern meinen Schuh in die Hand gegeben. Und jetzt heute ist das so, yo, whatever, ich bin auch nur ein Mensch, mir bricht auch mal ein Absatz ab. Und hey, ich habe hilfsbereite Schüler. Also das, ich glaube, das zeigt die Schülerbeziehung ganz gut. Ich bin da recht offen, ich sage auch, wenn es mir nicht gut geht. Ich sage, was mich gerade beschäftigt, ich erzähle, was ich in meinen Ferien mache. Und ja. Und ich muss echt sagen, ich bin jetzt in meinem dritten Jahr plus Ref gerechnet, ja, 3, 4 Jahre bin ich an der Schule, es hat noch nie jemand diese Info ausgenutzt gegen mich. Noch nie. Also meine Sorge, dass ich mich damit verletzlich mache, ist noch nie wahr geworden. Auch, dass ich ja hier Instagram und YouTube mache, wie oft hätte man das jetzt schon gegen mich verwenden können? Ich weiß, dass die Schüler manchmal haben sich mal einen Spaß draus gemacht, irgendwie Screenshots von mir zu machen, während ich irgendwie lustig gerade gucke in einem Video. Ich habe mitgelacht, alles gut. Also es war nie irgendwie verletzend oder böse gemeint und sie haben mir das auch gezeigt und alles okay. Aber ja, sie sind da wirklich, ich muss sagen, ich habe entweder sehr, sehr tolle Schüler erwischt oder mein Konzept von Beziehungsarbeit vor allem anderen geht einfach auf. Was nicht heißt, dass es nicht auch Schüler gibt, die mich des Todes hassen. Ich glaube, die gibt es definitiv. Ein Schüler hat zu mir schon gesagt, dass ich in den 3 Wochen, wo er mich da hatte, stressiger gewesen wäre als der Klassenlehrer vorher in 3 Jahren. Also, ich gehe ihm gut auf den Keks, gehe ihm immer noch auf den Keks. Klar, für so Schüler bin ich natürlich der Albtraum, weil ich ihnen einfach nur hinterherrenne und ständig Kram von ihnen gemacht haben will und sie sollen sich um Zeug kümmern und ja, die finden mich dann auch nicht mehr so toll, glaube ich. So, das war jetzt ein sehr, sehr langes Q&A. Ich werde wieder Spaß haben beim Schneiden, aber ich hoffe, dass ich alle Fragen soweit beantworten konnte. Lasst mir noch Fragen da, wenn ihr noch welche habt. Und ja, ich bin ganz gespannt, was ihr zu dem neuen Setup hier sagt und freue mich schon aufs nächste Video. Macht's gut!